Sag mal. Wieso haben wir es denn gestürmt? Drücken. Ah. Okay, jetzt ist es nicht mehr zu. So, danke schön. Vielen Dank. Jemand hier? Jemand zu Hause? So, warte, da liegt noch was. Reines Elex liegt hier einfach rum. Okay, klar, warum nicht? So, speichern. Und hoch. Und ich dachte, sie ist so gut. Ich dachte, sie ist so gut. Wie lange sie halt braucht, ne? Und da brauchst du noch eine Hilfe. Das ist halt ein bisschen peinlich auch. Na gut. Hätte man den Kampf geschafft, dass Reinhold überlebt? Also hätte man diesen Krieg geschafft, dass Reinhold überlebt? Weil, wie ich gesehen habe, haben direkt drei Dinge auf den eingetreten. Bin da jetzt ein bisschen verunsichert. Aber ist mir auch Wurst. Wenn ich ehrlich bin. Das war nicht so glorios. Konnte gerade nicht ausweichen, weiß nicht warum. So. Da habe ich einfach alle Schläge direkt in die Fresse kassiert. Weil ich es kann, weil ich es aushalte. So, okay. Elex. So, da oben bestimmt mal ein paar Freunde. Hier liegt sehr viel reines Elex einfach in der Gegend rum, ne? Als wäre es so ein Wegwerfprodukt. Hm. Ich meine, inzwischen kriegen wir so viel davon. Die haben was gegen mich persönlich. Die greifen immer sofort mich an. Bei der Nancy sind bestimmt eingeschüchtert. So. Habe ich Nancy gesagt? Habe ich Nancy gesagt? Bestimmt, weil die heute ihr Kind bekommen hat. Bei der Nasty meine ich natürlich. So. Nasty. Verschlotzen. So, zeig mal her. Eins. Oha. Vier. Sieben. Fünf. Geht doch. So. Prima. Bei der spannenden Musik erstmal schön alles looten. Trockenfleisch, Schwefelbrocken. Tresor verschlossen. Schlechter Zeitpunkt. Wie? Ich werde nicht angegriffen. Oh, werde ich doch. Ich sehe rote Punkte auf dem Radar, aber die sind doch oben. Da müssen wir gleich nochmal runterkommen. So, Moment. Nee. Dann wieder zum Fahrstuhl. Wo ist er? Da drüben. Einmal speicheln. Ist die Nessie umgefallen? Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Alter, halt die Fresse. Ganz ehrlich, halt einfach die Fresse. Als ob es meine Schuld ist, dass du schwach bist. Ja, das sieht gut aus. Ich will alle starken Kämpfe und fällt sofort um.
Wie so ein Grashalm. Und ich bin dann schuld daran, weißt du? Ich will gegen Gott persönlich kämpfen, aber er darf mich nicht hauen. So, okay, warte. Bisschen Elix. Dann hier. Tropenfleisch. Tropenfleisch. Einmal den Hauptschalter abschalten, bitte. Ja, wunderbar. Ein Träumchen. So, ich würde gerne aber nochmal runterfahren, gerade wegen dem Tresor. Ob ich ihn aufkriege, ist was anderes, aber ich will zumindest probieren. So, njup. Hallo, Tresor. Dann lass mal gucken. Entschuldigung. Was? 7, 7, 8, 1. Okay, 7 kommt gar nicht vor. Die 8 ist da richtig, okay. 4, 4, 8, 5. Oh, 4, 4, 8, 6. Geht doch. Okay, cool. Errungenschaft freigeschaltet, Hacker, nice. Raketenwerfer, vielen Dank, aber kein besonderer. Ist egal, unser ist eh besser. 2 Sprengraketen. Also unser Flammenwerfer. Elixit ein bisschen. Nehm ich alles mit. So. Achso, warte mal, wo laufe ich denn hin? Dann wieder hoch. Na, Nessie, wasch dich mal. Und dann einmal nach oben. Die Nessie riecht bestimmt auch sehr streng. Stelle ich mir irgendwie so vor, weiß ich nicht. So, gut, dann hier raus. Dann holen wir uns erstmal, gut, dass wir die Brille noch aufhaben. Das Elixier, das Trockenfleisch da und dann gucken wir wieder oben. Einmal hier hinten. So, da liegt auch noch Trockenfleisch. Oder irgendwas. Ich geh mal gucken. Jo, Trockenfleisch, geil. Hat sich richtig gelohnt. Dankeschön für diesen Treasure. So. Weißt du was? Trockenfleisch? Haben wir so viel? Ess ich mal 6. Ah ne, geht nur 5. Ja, ich hab's geschafft. So. Und Rinnensvergnügen. Was kriegen wir denn hier schönes kredenzt? Zeig mal her. Ah, wie Weihnachten. Obwohl es gerade vorbei ist. Brennstoff. Oh ja, Brennstoff. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr viel Sprengiges hier offenbar. Und das war's? Das war's. Okay. Ah, da unten sind diese, ich wollte gerade sagen, Ebenenschreiter, aber ich glaube, falsches Game. Okay, den haben wir, ne? Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Gefährten. Mehr als nur... Oh Gott, Kaya ist mittlerweile mehr als nur eine treue Gefährtin. Es wird vielleicht Zeit, der Einsamkeit ein Ende zu setzen. Ach, Kaya. Endlich erhörst du mein Herz. Aber ihr... Beides, Kaya. Die brauchen aber viel Liebe. So, der Konvert und Ox in Osk-Sarkor. Bleibt noch der eine. Das müssen wir auch noch machen. Bleibt noch ein Konverter. Jener dort. Die Frage ist, ob wir da reinkommen. Ich würde, glaube ich, von hier aus, ne? Einfach mal ums Eck. Okay, hier hat alles respawned. Das Scheißvieh, du Kerber! Genau, Nessie, du machst das schon, ne? Wie immer, klar. Bist eine riesige Hilfe. Ich hab die jetzt nur dabei, weil ihr ja Kaya nicht dabei haben wollt, weil die Dame zu oft wohl dabei war. Kampfmusik? Alles cool?
Okay, hier ist erstmal niemand. Genau nach meinem Geschmack. Ja, was denn? Willst du Schlittschuh laufen oder was? Bist du eine kleine Eisprinzessin? So. Weiter geht's. Ja, ich frage mich halt immer noch nach den Konsequenzen bei den Klerikern. Ich hatte sowas schon befürchtet, dass sowas passieren wird. Da sucht jemand Ärger! Mach du mal! Okay, vergiss es. Ich wollte mal gucken, wie nützlich sie ist. Wie ein Kropf. So. Schau mal, was liegt denn hier? Was ist das denn? Hier liegt einfach Elixit. Hä? Einfach so auf dem Eis? So. Nur, das nehme ich mit. Gut, da hinten haben wir wieder Freunde. Obendrauf nicht, ne? Sehr gut. Da hinten ist ein Freund. Das scheint die Sucht Ärger. Ja, okay, zeig mal her, was du kannst. Achso, ja, vergiss es. Ich glaube, das war auch schon alles, was sie kann. Große Fresse haben. Und ständig umknicken. So. Nur kurz gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Nee. Was ist da oben? Ich weiß, wir haben einen Auftrag, aber ich bin trotzdem neugierig. Da ist hier der Zeche. Was ist das da? Da lass doch mal gucken. Offenbar waren wir noch nicht. Habe ich mir gedacht. Bin schon da. Danke, Nasty, ne? Danke, Nasty, für deine große, unschätzbare Hilfe. Ich hoffe, da ist sonst keiner. Warte. Okay, das ist nur so ein Rudel. Ich dachte, wäre noch Häscher oder so. Aber vorsichtshalber. Cool. Das ist drei. Oh, da ist noch einer. Ich lasse dich nicht hängen. Doch, tust du die ganze Zeit schon. Schneeklauen können offenbar keine Energie rotzen, wa? Wo ist denn der? Naja, Nasty, du machst das schon, ne? Ich hole mal hier inzwischen die Pfeile. So, dann lass mal gucken. Hallo? I see nothing at all. Eine alte Checkliste, die wir gleich durchgehen. Huch! Die wir gleich durchgehen. Eine alte Checkliste. Zeig mal her. Deshalb ist Pinöbel so klein geworden hier. Alte Checkliste. Sehr alte Liste mit Dingen zum Überleben aus der alten Welt. 200 Packungen Fertig-Spaghetti. 30 Liter Wasser und 200 Liter Bier. Oder war es andersrum? 25 Tafeln Schokolade, 15 Tüten Chips, 2 Schlafsäcke, 50 Kerzen, 20 beste Filme oder besser Serien, ein kleines Funkgerät. Ganz ehrlich, damit kann man die Apokalypse überleben.
Das geht schon gut. Oder besser umgekehrt? So. Mana-Trank. Altes Scheißhaus. Großer Heiltrank, sehr gut. Kann ich mir eigentlich direkt reinkippen? Weißt du was, ich mach das mal. Ah, geil. Toll, dass es nicht funktioniert. Kleiner Erinnerungszettel. Auch da gucken wir mal kurz rein. Kleiner Erinnerungszettel. JK. Sehr alter Zettel mit einer kleinen Nachricht, die jemand nicht vergessen wollte. Der beste Tag des Jahres ist der Geburtstag meines Lieblingsspielers am 8.4. Am 8.4. sagst du? Kommt der hier hoch? Okay, jetzt wird's lustig. Halt einfach die Fresse, Nest. So. Oh, nur nicht den Kopf verlieren. So. Prima. Ansonsten, ja. Ansonsten, ich bin ganz ehrlich, die Bude hier nicht sonderlich überzeugend. Ich meine, schön, dass wir drin sind, aber so richtig viel bietet sie ja nun nicht. Warte mal, da ist noch. Da geht's noch von außen rein. Ah, eine Garage. Sonst ist hier aber auch nicht viel. Eine Garage. Kann ich eigentlich den Flammenwerfer noch weiter abnehmen, ne? Also noch weiter modifizieren, dass er noch besser wird? Nee, ne? Würd's gerne mal ausprobieren. Ob ich dazu komme, weiß ich nicht. Okay, let's go. Erstmal. Das scheißt wie so Ärger! Ja, alles klar, du kümmerst dich, ne? Cool, danke, Nessie. Da ist wer auf Ärger aus! Da kriegt das Hund die Kleinen. Shit. Das war knapp. Sag mal, Nessie, machst du mal bitte deinen Hund platt? Nicht mal angeritzt. Was ist denn mit der? Also, huch! Oh, der Stein in der Hand! Selbst im Tod noch ein Held. Da fällt die Klaue langsam zu Boden. Naja, und jetzt ist Leichenstarre. So, vielen Dank. Noch ein Trollherz. Sehr gut. Schneeklaue, vielen Dank. Die haben wir schon, ne? Ja. So. Wir sind. Ups, ahaha, kitzel, kitzel. Wir sind aber noch nicht fertig hier. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier noch was zu tun. Es gibt noch eine Sache, natürlich, die wir suchen müssen. Aber wo ist die wieder versteckt? Also erstmal hier liegt wieder Elektroschrott. So. Das mit den Fenstern verstehe ich manchmal nicht. Warum nicht einfach reinklettern? Wie jeder normale Mensch in einem Spiel. Hier sieht's aus, als wäre es ein schöner Ort für einen Tresor, aber leider. Was ist das für ein Buch? Keine Ahnung, okay. Wo ist der Tresor?
Wo ist der Tresor? Da ist eine verschlossene Truhe. Okay, warte. Nochmal. So, 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 so. Zu einfach. Geht so. Wo ist der Tresor? Das ist ein sehr großes Badezimmer übrigens. Huch, da liegt doch noch einer. Oder Reste davon zumindest. Jemand hat den Körper mitgenommen. Wahrscheinlich sehr einsam. Ach, hier kein Tresor. Ist da oben ist ein Radio. Sag mal, wo ist denn der? Ich bin auch zu ungeduldig dafür, jetzt eine Stunde zu suchen. Muss ich zugeben, dass... Oh, sie nimmt die Leiche mit. Das hat sich ein bisschen bei mir geändert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gibt es ja keinen Tresor. Vielleicht war das ja einfach ein sehr auffälliges... Er hält immer noch den Stein. Vielleicht war das nur eine sehr auffällige Nachricht, damit man gefoppt wird und denkt, oh, hier muss doch irgendwo ein Tresor sein. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ganz ehrlich, als Spieleentwickler würde ich mir diesen Scherz erlauben. Geile Gegend. Oh Gott, ja, die Fresse. Ja, ich bin ehrlich, ich sehe hier keinen Tresor. Vielleicht habt ihr den ja schon gesehen. Eure Augen sehen ja mehr als meine. Ihr habt mehr davon insgesamt. So auf die Menge gesehen. Ja, weiß ich nicht. Das, ja, ich... Also ich suche, aber ich, jetzt gehe ich hier nach oben, weil ich habe keine andere Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht auf dem Dach, aber da war nichts, da habe ich geguckt, nein, da war ich auf dem Dach. Ja. Hört sich auch wie ein NPC. Hör mal, du bist neu in der Gegend, ne? Könntest du mir Gefallen tun? So. Das ist kein Tresor, ne? Nein. Okay, was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Da sind wahrscheinlich Sachen drin, die wir eh nicht so unbedingt brauchen. Verdammt. Verdammt. Aber ich will ihn. Hat jemand rausgebracht vielleicht? Nee, ne? Der ist ein Mülleimer. Aber ich will ihn doch. Aber ja, der ist halt einfach nicht da. Dann muss man das auch mal so sehen. In der Garage war der auch nicht. Ne, wo waren die Garagen nochmal? Die war doch nur von außen accessible. So. Oh, wir haben schön viel Ausdauer inzwischen. Oh, das gefällt mir sehr gut. Huch. Was ist denn das passiert? Ich glaube, ich war es nicht. In der Garage sehe ich auch nicht. Noch eine riesige Mülltonne, sehr gut, aber kein Tresor. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja auch eine Aufgabe. Will ja nicht so rumschlawenzeln. Noch ein Häscher. So. Natürlich. Neue Sachen erforschen, ja. Aber 10 Stunden rumschlawenzeln, nein. XP sammeln, ja. Sag ja zu XP. Da ist wer auf Ärger aus. Da geht's wieder mit ihrem Buttermesser. So, gern geschehen. So. Waren wir da schon? Ich habe den Knopf nicht gedrückt. Am Eingangsbereich. Und dachte, die Tür ist einfach nur zu. Ah, ein Kampf! So. Ah, ein Kampf! Was ist das da oben? Was? Scheißvieh sucht Ärger! Ne. Es sucht Wärme.
Die hat es jetzt auch. So. Da nochmal kurz die Heilung mitnehmen. Und was ist denn das hier? Waren wir schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ne, bestimmt nicht. Ich lasse dich nicht hängen. Ich lasse dich nicht hängen. Stirb sofort. Oh, fuck. Ja, danke für deine Hilfe, ne? Cool aufgehalten. Das waren coole 3 Sekunden. Aber vielleicht entscheidend über Leben und Tod. So. Ich vermisse Kaya. Ich vermisse Kaya. Den anderen auch. Aber sie meine ich gerade. Aber den anderen auch. So, warte. Ist hier noch jemand drin? Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. So. Dann gib doch mal alles. Ich recycle das alles. Anleitung, für was denn? Meinungsverstärker. Ach, schön. Der Meinungsverstärker, also ein Basie, sagst du. So, Heilung. Einmal Heilung erhalten. Okay, cool. War das ein Zauberspruch oder wie funktioniert das? Falsche Waffe, aber okay. Sag mal. Nein, jetzt springt doch nicht so rum. Na, sie macht das ja schon. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Klar, natürlich. Klar. Die arme Heldin. Huch, geiler Sprung. So, da oben auch noch Stuff drin. Oha. Bin gleich wieder da. Muss ganz kurz Urlaub beantragen. So. First things first. Let's go. Immer in die Mulde rein. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück hier rein. Hier ist ja auch schön mollig. Ah, Home Sweet Home. Was haben wir denn hier? Akolytenschwert 2. Naja, okay. Nice to have, aber kann ich verkaufen eigentlich. Hat kein Sternchen. Ist direkt schon uninteressant für mich. So elitär bin ich geworden. Es ist echt ekelhaft. Der feine Herr nimmt nichts unter Sternchen. Warte mal, ich hör noch was. Ich habe doch gerade noch das Geräusch gehört. Das untrügliche Geräusch für hier ist noch ein Viech. Offenbar habe ich mich verhört, aber es hörte sich so an, dass dieses Doom-Dämon-Geräusch. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also so dieses komische Gurgeln oder wie auch immer man das nennen möchte. Oh, cool. Ich wusste gerade nicht, was es war. Wollte kein Risiko eingehen. Bin aber nur falsch gelandet. Ja.
So. Gut. Ich habe nur drei Viecher gesehen. Ich hatte keine Ahnung, was es war. Und habe gesehen, dass sie genau neben mir waren. Schlechte Idee, daneben zu landen. Haben wir noch was Interessantes auf dem Eis? Nee. Okay.